Hallo liebe Zuschauer und auch ein herzliches Willkommen meine Abonnenten meines Kanals. Ich bin Maxi Scaven und wir spielen hier heute wieder Fallout Shelter. Wir betreten einfach die World und werden wieder wild rumklicken bestimmt. Wir werden wahrscheinlich wieder ein paar Kinder kriegen. Wir werden mal gucken, ob wir die Männer alle beseitigen oder, naja, beseitigen nicht, dass wir die Männer irgendwie losschicken ins Ödland oder dass wir die Leute alle losschicken irgendwie, weil die müssen ja auch irgendwie aufsteigen, weil irgendwie haben die gar keine Aufstiegsmöglichkeiten. Ist so meine Meinung und ich bin mal gespannt, wie wir die Leute so nach und nach alle mal losschicken, denn es sind schon ein paar Leute dabei, die haben 3 Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, ich weiß, es sind Babys da. Ich weiß. Wir haben 110. Und es kommt nur einer nach Hause. Es kommt nur einer nach Hause. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir haben noch mal ein paar. Warte mal, können wir jetzt mehr mitnehmen? Können wir jetzt mehr? Warte mal, 45 können wir. Wir können insgesamt 45 können wir lagern. Wenn ich jetzt noch mal 3000... Warte mal, nee, nee. Ich habe noch 3000. Das bedeutet, ich muss mal eben gucken. Wir müssen Essen haben, sehe ich gerade. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen weiter gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt noch 1800 irgendwas oder 1800 irgendwas machen, dann haben wir auch schon. Guck mal, wir haben hier ein paar Maxleute. Alter, wir haben hier ein paar Maxleute. Ist ja nicht wahr. Wir haben hier auch ein paar Maxleute. Ist nicht wahr. Viel schneller geht das hier jetzt irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Hier haben wir auch einen Max-Typ. Alter, da müssen wir uns gleich mal echt drum rumschlagen. Gut, die machen wir gleich. Hier haben wir auch einen Max-Typ. Ich muss mal mehr ins Mikro hängen, glaube ich. Hier haben wir auch ein paar Max-Leute. Alter, was ist denn hier los, ey? Das finde ich ja super gerade. Also da bin ich, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Alter, das ist ja mal krass. Und wir haben noch einen neuen Typen. Warte mal, 9. Die Karen, ja, natürlich. Und was kann die? Die kann P. Das ist gut. Wir haben ja noch die ganzen Kinders. Ach nein, stimmt ja. Haben wir die Typen denn dann noch irgendwie? Der Robert. Robert, dann haben wir noch... Ach, wir können wahrscheinlich keine machen. Wir können keine Familie gründen. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Hallo, ist ja gut. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Wir haben hier schon alles ausgebaut. Das heißt, ich werde mal ein paar Baracken machen. 2000 kosten die. Wir können keine Genoss machen. Scheiße, wir müssen tatsächlich... Oh. Wenn jetzt die Leute alle tot sind. Warte mal, ich muss mal eben gucken, ob die Leute tot sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter, ich habe so viele Leute losgeschickt. Alles klar. Und er wartet. Worauf wartet er denn? Ach so, der wartet im... okay, okay, okay. Ja gut. So, Rückruf. Er hat noch ein paar Sachen. Gut, aber ihn hole ich dann noch nicht zurück. 11. Er hat auch noch ein bisschen. Ihn hole ich auch nicht zurück. Sie hat auch noch was. Deswegen hole ich... Na, warte mal, sie hat... Noch 2 und 3. Okay, da will ich wahrscheinlich zum Ende der Sendung holen. Boah, die kosten alle viel zu viel, ne? 400... Aber er ist schon Level 10. Rückruf, weil er hat ja gar nichts mehr. Die kostet 300. Ich habe irgendwann kein Geld mehr. 300, warte mal. Er hat ja auch nur so eine 7er Waffe, eine Ögland-Outfit. Die hat 304. Aber wie viel hat der geholt? 600, das heißt, der müsste auf jeden Fall... 300 hat der nur geholt. Hm, ja, Rebecca, vielleicht werde ich sogar die Leute alle... Guck mal, sie hat gar nichts geholt fast. Sie hat noch ein Dings über... Ja... Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Weg ist. Der hat ja auch quasi gar nichts geholt.
Ja, wenn man tot ist, ist man tot. Tut mir leid. So. Er hat auch nichts gesammelt, der Justin. Entfernen. Ja, die ganzen Kinder, die er gemacht hat, ja. Sie ist auch nicht mehr so wild. Und der Ryan Sanders auch nicht. Und tschüss. Ja, da habe ich ein bisschen Geld gespart, weißt du? Und noch der Merlin Dings, der hat auch nicht so viel Geld geholt. Es geht dann auch. Zack. Dann habe ich hier noch die Rebecca. Die hat 300. Warte mal, dann mache ich den, hole ich die wieder. Und den hole ich wieder, weil er hat 600 geholt. Und den hole ich dann zurück. Und sie hole ich auch zurück. Genau. Weil sie hat ja auch nichts mehr. Und die anderen drei, Ruth lasse ich noch draußen. Der hat noch. Mich lasse ich draußen. Den Thompson lasse ich noch draußen. Und der Justin Harper, der kommt ja schon zurück, oder? Nee, ja doch, der kommt ja zurück. Genau, so. Das ist schon mal gut. Wir haben hier irgendwas gesammelt. Das ist schön. Und wir haben jetzt keinen Strom gerade mehr, weil ich darauf jetzt nicht geachtet habe. Einfach mal so. Wir haben jetzt auch kein Wasser gerade mehr. Warte, wir kriegen gleich wieder Wasser. Och, du Scheiße. Ah. So, wo tue ich jetzt die Leute alle hin? Weil ich muss ja irgendwie gucken, dass ich die Leute jetzt irgendwie wegkriege da. Nicht, dass sie das weitermachen. Den müsste ich eigentlich in der Schule schicken. Man kann nicht in der Schule. Habe ich dann noch Platz für irgendeinen Typen? 1, 2, 3. Heißt, für 3 Leute hätte ich jetzt Platz für die Schule. Warte mal. Die hat ja gar nichts von der Schule, ne? Die Veronika. Oder Veronique. Dann schicke ich die schon mal in die Schule. Hier oben rein. So, dann ist in Glück schon mal ein Platz frei. Er hat in Glück auch nichts. Er hat ja im Glück auch schon so viel, ne? Er könnte eigentlich auch in der Schule weitermachen. Einfach, weil er hat ja eine gute Rüstung an. Der Harold, der müsste auch in die Schule. Den schicke ich jetzt da auch hin. Und was ist mit dem hier? Oh, guck mal an. Wenn ich den jetzt auch noch Intelligenz machen lasse, dann kann ich den ja fast... Aber der müsste eigentlich Stärke machen. Er müsste eigentlich Stärke machen. Aber den schicke ich jetzt erstmal dahin. Dann habe ich wieder ihn mit E frei. So, hier habe ich ein bisschen Wasser jetzt wieder. Und hier habe ich auch wieder Wasser. Ja, wir müssen wieder ordentlich Wasser kriegen. Wir haben irgendwie viel zu viel Wasserverbrauch. Das heißt, wir müssen ein paar P-Leute ausbessern. Warte mal, wir haben doch hier ein paar P-Leute ausgebessert, oder? Wir haben doch hier 3 Leute. Das heißt, wir werden jetzt hier 2 Leute, die jetzt P machen. Warte mal, das machen wir mal eben. Warte mal. Und zwar werde ich jetzt einfach mal ein... Wasseraufbereitung immer bauen. Ich weiß nicht, warum auf einmal so viel verbraucht wird. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Zack. So, dann werde ich dann einfach mal... Lass die Leute da. Ich weiß nicht, wo die hinkommt. Nein, ich weiß nicht, wo die hinkommen soll. Okay. Okay, bleibt da einfach. Bleibt da einfach. Den ziehe ich jetzt einen gepanzerten Dings an. Und dann kann er schon mal mit runtergehen. Zack. Kann er schon mal mit runtergehen. Und sie wird jetzt auch mit runtergehen. Sie kriegt auch so einen gepanzerten Anzug an. So, zack. Dann hat sie noch mehr. Ich brauche halt die Leute. Ich muss die Leute jetzt irgendwie einsetzen. Ich muss ein paar... Wasser machen. Das heißt, guck mal, weil das Wassermäßig ist ja schon ganz schön voll, sage ich jetzt mal. Da haben wir Strom, da haben wir wieder ein bisschen Wasser. Also das kriegen wir wieder hin. Ist ja kein Thema, bin ja Kollege. Der da drin hat ja auch voll. Haben wir denn jetzt schon 3 Leute in Schule drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, so. Wir haben noch ein paar Leute in Glück, also einen können wir jetzt noch in Glück packen. Dann werden wir den Typen jetzt in Glück packen. Ich hoffe, das ist auch der. Okay. Dann haben wir noch den. Der hat P. Der müsste eigentlich A lernen. Der müsste eigentlich A lernen. Aber in A haben wir noch so viele Leute da. Da brauche ich gar nicht die Leute. Oh mein Gott.
Ja, ist ja gut. Alter, der Typ, der da immer am Rumspringen ist, ne? Ich will ihn eigentlich, den Ronald. Guck mal, der ist in A ja auch schon ganz gut. Gut, ne? Der hat C voll, der hat I voll. Er hat zum Beispiel... Oh, alter Leute. Ich will doch nur eben kurz gucken. Der hat noch nicht A voll. Sie hat noch nicht so ganz A voll, aber sie hat schon P, E und L voll. Sie müsste eigentlich in S rüber. Er hat A auch fast voll. Sie hat A noch nicht voll und er... Ja, er braucht auch noch ein bisschen. So, hier haben wir noch ein bisschen. Guck mal, jetzt gucken wir noch mal eben die Sachen hier. Alle Simpex. Er ist ein Level aufgestiegen. Sehr geil. Und sie ist jetzt... Wie ist sie schwanger geworden? Martha? Ach ja, ich habe ja ein paar Leute. Nicole. Aber Nicole haben wir schon. Warte mal, dann heißt die halt Niki, so. Ja. Roger. Roger habe ich auch schon. Roger. Dann heißt der jetzt, Rocky, so. tut mir leid. Es ging nicht anders. So. Hier haben wir... Wir müssen noch mal ein paar P-Leute haben. Mindestens noch zwei, dann können wir die noch ausbessern. Wenn wir jetzt den ausbessern würden, wie viel würde uns das kosten? 6.000 kostet uns das. Am besten wäre es natürlich, wir würden alles haben. Was würde das kosten, wenn wir das ausbessern? 6.000, okay, alles klar. Das heißt, unser nächster Angriff wird auf jeden Fall... Okay, er hat die... Und er hat die. So, einer ist schon weg. Bup, bup. Zweiter ist weg, dritter ist weg. Vierter ist weg. Was ist mit ihm hier? Alles klar, gut. Ist ja okay. Wieso hat die sich gefürchtet? Ich kann nix, alles klar. Ja, ja, ist okay. Oh, mein Gott. Ich muss... Die Leute mal kurz ausrüsten, weil die haben nichts, ey. Ach, mein Gott. So, hier hat die was. Die hat so eine Pistole. Und sie hat auch eine Pistole. Ist schon mal gut. Die packe ich auch mal hier hin. So, zack. Ich muss mal die Leute hier irgendwie mal gerade sammeln. Und wir haben Energie gesammelt und wir kriegen eine Box. Wir haben jetzt 4 Boxen. Sehr geil. Und was haben wir jetzt als nächstes? Was müssen wir als nächstes sammeln? Stelle 6 seltene Outfits her. Ja, wir müssen auch die Voltfeuer. Ich glaube, die Voltfeuer würde ich mal kurz entfernen. Die werden wir nicht schaffen, weil wenn wir die Voltfeuer machen wollen, wir könnten ja auch ein Thermomat bewirken. Aber ein Thermomat bedeutet auch, dass wir irgendwelche Tiere kriegen. Überlebe 5 Angriffe von wilden Ghoulen. Oh, wir hatten gerade eben wilde Ghule da, ne? Wir hatten gerade wilde Ghule. So, wir haben noch 2 Max-Leute. 4 Max-Leute haben wir noch. Alter Leute. Mach das doch. Ich weiß doch auch nicht weiter. Wohin? Warte, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, du müsstest eh lernen. Gut, du lernst jetzt eh. Du lernst jetzt auch E. So, ich habe das jetzt besprochen. Du lernst jetzt C, weil es geht nicht anders. So, hier. Und haben wir hier noch irgendeinen Max? Ja, wir haben jetzt alles soweit parat. Aber wir haben noch ein paar Plätze frei. Aber die lassen wir jetzt erstmal frei. Wir haben jetzt hier noch 3 Leute drin. Wir werden mal gucken, ob wir die hier unten, ob wir die hier noch irgendwie einsetzen in P. Guck mal, ihn hier zum Beispiel. Den werde ich jetzt... Nee, den werde ich auf keinen Fall mal unten einsetzen. Also Kinder machen werden wir jetzt erstmal nicht mehr. Das hören wir jetzt erstmal mit auf. Weil das wird sonst zu viel. Das ist echt... Also ich lasse die Leute jetzt alle nach und nach sonst im Ödland sterben. Ich könnte jetzt die Leute alle anfangen. Hier. Komm, geh raus oder was. Oder mach irgendwas. Hier, kannst ja hier ein bisschen lernen. C, so. Und der Typi, was kann der machen? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich könnte den auch dahin setzen. Hier, so, zack. Dann geht der Typ jetzt nach dahin. Das ist auch gut.
Dann habe ich hier noch einen in E frei. Ich hätte noch einen in L frei. Der geht jetzt weg, oder? Nee, Quatsch, die drei. Ach so, okay, das müssen wir auch noch eben machen. Ah, gut, okay, dann wird das jetzt das letzte sein, was wir hier machen. 9 bis 15, 10 bis 13. 9 bis 13. Nee, wir machen dann wieder 14 bis 16. Oder vielleicht gucken wir mal, ob wir einen stärkeren machen können. 10. Einen blauen auf jeden Fall. 11. Okay, die anderen können wir irgendwie nicht mehr machen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Da brauchen wir ein neues Rezept für. Oh, ein Küchenmesser. Das Küchenmesser wird auch sicherlich hilfreich sein für unser Torben, würde ich mal sagen, wa? 7 bis 11 werden wir nicht nehmen. 10. Wir werden das hier machen, einfach mal. So. Dann werden wir noch eben Klamotten machen, damit die auch was zu tun haben. Hier können wir ein neues Dings machen. Haben wir aber nichts, weil... Naja, wir sind halt nicht fähig dazu. Dann haben wir hier noch irgendwas Kopfgeldjägeranzug. Da haben wir S und P. Komm, dann machen die sowas hier mal. So, egal. So, dann scanne ich das nochmal eben schnell. So, der Typ, den schicke ich jetzt raus. Der kommt jetzt raus. So, zack. Oh, guck mal, wir können jetzt 36. Ich gebe ihm wieder 5 Stück mit. Und 4. Komm, ich bin jetzt 6. So. Zack, Marc, geh raus. Fühl dich wohl. Mach was. Aus deinem Leben. So, wir können jetzt 45. Das heißt, wir müssen immer ein paar Krankenstationen mehr machen. Damit wir mehr... Guck mal, die Ruhe zum Beispiel. Die Ruhe sage ich schon. Die... Wir müssen mal kurz die Leute irgendwie in den Wohnorten verteilen. In den Wohnungen verteilen. Dann werden wir mal gucken, wie wir die Leute jetzt demnächst hier behandeln. Die werden wir auch nochmal kurz irgendwo in der Wohnung verteilen. Ich werde mal eben gucken. Die Leute, die jetzt hier rumlaufen, die werde ich mal kurz, hier drin lassen. Ich will ja gucken, wer jetzt überbleibt. Oder wer von den ganzen überbleibt. So, hier sind noch ein paar Leute, hier sind noch ein paar Leute, hier sind ein paar Aufsteiger. Das sind wahrscheinlich die beiden Leute, die gerade neu hinzugekommen sind. Und ja, ich würde mal sagen, das war's mit der Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine kleine Bewertung da. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns schon das nächste Mal wieder. Zu Fallout Shelter. Ich werde gleich mal überlegen, wie ich die Leute hier einteile oder ob ich die nochmal alle losschicke. Die einfach einen Kampfanzug anziehen lasse und dann hier, zack, geht raus ins Ödland. Da muss ich morgen früh auf jeden Fall eine Aufnahme machen. Weil die werden ja sonst alle nach und nach sterben. Wir haben jetzt noch nur 1000 Kronkorken. Das wird nicht viel werden. Dann. Ich habe die jetzt einfach mal hier eingesetzt. So. Ja, und ich werde jetzt erstmal so die Lunchboxen, die werde ich jetzt ein wenig sammeln erstmal. Ich hoffe, es ist nicht allzu sehr schlimm. Ich jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Ich werde eventuell, wenn wir noch ein paar Wohnungen brauchen, denn bei 160 müssen wir langsam mal gucken. Bei 160 müssen wir langsam mal gucken, dass wir die Wohnungen da oder die Baracken vergrößern. Das heißt, hier muss noch eine Baracke ran, dann werden wir hier zwei ran machen. Dann werden wir hier oben vielleicht noch ein paar ran machen, mal gucken. Also irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen. Hier werden wir nochmal eine Krankenstation machen. Oder wir werden das hier nochmal komplett abreißen und werden hier nur noch eine Reihe Krankenstationen machen und eine Reihe, keine Ahnung, eine Reihe, boah, wie heißt das jetzt? Eine Reihe Forschungsstation, genau. Und dann werden wir das schon sehen. Demnächst. So, wo ist der Typi? Aber das ist mir jetzt auch egal, weil den habe ich ja weggemacht. Den Typen brauchen wir eigentlich nicht mehr zu suchen. Müssen eigentlich nur nochmal gucken. Ja, ich sehe ihn jetzt auch nicht. Manchmal ist er ja hier oben, ne? Aber nicht immer, aber immer öfter. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einmal eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Fallout Shelter. In diesem Sinne, haut rein, bis denn und ciao.